Abimel? La Bimmel, ja. Hallo. Ja? Ja, hallo, schönen guten Tag. Mhm. Hallo. Oh, ja. Guten Tag. Mein Name ist Eduard. Hallo, guten Tag. Dieser Bäcker ist mein Name, Gerold Steinhardt, ich gerne gesprochen. Mhm, ist am Apparat. Tag. Mhm. Ist mich Herr Steiner? Ja, ist dran. Hallo, guten Tag, Herr Steiner. Jeff Hoffmann ist am Apparat von LPL Financial. Ich melde mich wegen Dezember Online-Handel mit vollautomatischem Robotsystem und mit persönlichen Experten. Guten Tag. Mhm. Nick am Apparat aus dem fxtrade.com. Ich grüße Sie, Herr Gerold. Tolle Neuigkeiten. Heute schon 2492 gemacht haben. Schönen guten Tag, Herr Thaler. Mhm. Mein Name ist Alina Häuser. Ich melde mich von Union Markt. Und hier ist Sandmann. Was? Guten Morgen. Let's do an error. Bitte prüfen Sie Ihre E-Mail. Hallo, schönen guten Tag. André Kessner, mein Name. Den Herr Steiner. Bin ich da richtig, ja? Mhm. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Schnipselparty. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich euch nochmal jede Menge Schnipsel mit dazu gepackt, die so bei mir angefallen sind. Das heißt, lauter kurze Anrufe, die nicht für ein ganzes Video gereicht haben. Und ihr habt in den Kommentaren geschrieben, dass ihr die Schnipselpartys recht gern hört. Daher dachte ich mir, schließen wir die komplette Schnipselwoche auch heute mit dem letzten Schnipselteil ab. Das heißt, heute ist der letzte Tag der ganzen kleinen Schnipselpartys, dann haben wir die erstmal wieder alle und ab Montag gibt's dann wieder ganz normale Videos auf diesem Kanal mit jede Menge Informationsmaterial dazu. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen vielen kleinen Anrufen. Labimel? Labimel, ja. Groß Gott, mein Name ist Larry Thomas, wie ich gerade in meinem System gesehen habe, Sie haben bei uns Registration gemacht für Bitcoin-Werbung, stimmt das? Ja, das stimmt schon, aber könnten Sie da nochmal in 2-3 Stunden anrufen? Ich habe gerade Weihnachtsgeschenke bekommen. Gar kein Thema, können Sie mir einfach bestimmtes Zeitraum sagen? Nein, 2-3 Labimmelstunden. Also gerade haben wir 11 Uhr, gegen 14 Uhr passt bei Ihnen? Ja, probieren wir da. Okay, danke schön, dann bis dann. Ja, tüdelü. Tüdelü. Ja, dieses Gespräch, da hatte ich gerade keine Zeit. Ist auch mal so, dass ich auch mal nebenbei was machen muss. Also, ja, was anderes außer mit den Leuten hier zu telefonieren. Naja, und da habe ich ihn verschoben. Aber man merkt ja, dass die Intelligenz nicht unbedingt dafür reicht, dass er das Ganze hier schon gecheckt hat. Er soll mich in 2 Labimmelstunden anrufen. Tja, dann macht er das halt auch. Naja, weiter geht's. Hallo. Ja? Schönen guten Tag, Jürgen. Ja. Sehr freut mich, Sie erreichen. Ja. Wie geht es Ihnen? Ja, ganz gut, aber rufen Sie mal nochmal so in 2-3 Stunden an. Wieso? Na, ich habe gerade eine Twinkly-Lichterkette geschenkt gekriegt. Wissen Sie, ich habe nicht so viel Zeit, um Sie später anzurufen. Ach so, naja, gut, dann nicht. Dann lassen wir's. Sie wissen nicht mal, wieso rufe ich Sie an, Jürgen? Ja, ist doch aber egal. Ich habe gerade eine Twinkly-Lichterkette geschenkt bekommen. Was? Eine Twinkly-Lichterkette, die teuerste Lichterkette der Welt, habe ich gerade geschenkt bekommen. Und? Ja, die ist cool. Musst du mal auf Google eigentlich, also ja, meinetwegen auf Google oder YouTube mal Twinkly-Lichterkette eingeben. Mhm. Mhm, das kann man jede LED einzeln ansteuern am Weihnachtsbaum, ist voll geil. Okay. Mhm. Jürgen, Sie haben sich interessiert für Ihr eigenes Geschäft im Internet. Erinnern Sie sich daran überhaupt oder nicht? Ja, schon, aber da habe ich jetzt gerade keine Zeit. Wir müssen den Weihnachtsbaum gleich schmücken. Sind Sie komisch oder was? Nee. Wir sprechen über Business und Sie sagen mir, weiß es über Weihnachten. Ja, naja, weil ich gerade eine Twinkly-Lichterkette geschenkt bekommen habe. Auf Wiedersehen. Jo, bis später.
Ja, also ich glaube, mein Schwein pfeift. Ich sage ihm ausdrücklich, ich habe jetzt keine Zeit, da ich, also ich habe tatsächlich eine Twinkly-Lichterkette geschenkt bekommen, für die Leute, die es interessiert. Tatsache. Link in der Videobeschreibung. Ich habe ja so ein Amazon-Account-Ding. Seht ihr? Das kann ich auch mal benutzen. Ich habe euch den Link zur Twinkly-Lichterkette mal von Amazon in die Videobeschreibung gepackt. Mensch, wir sind ja hier auf YouTube und naja, jetzt kann ich sowas auch mal benutzen. Also wer über den Link einkauft, kriege ich eine kleine Provision ab. Und es soll kein Werbevideo sein. Ist jetzt hier gerade tatsächlich total spontan entstanden. Ich werde natürlich von niemandem bezahlt, auch nicht von Twinkly. Wenn ihr über den Link dann auch so eine Lichterkette kauft, dann kriege ich zwischen 2% und 10% ab. Weiß ich nicht genau, irgendwas so in dem Dreh. Aber ihr müsst nichts mehr bezahlen. Ja, also ich habe tatsächlich hier eine Lichterkette geschenkt bekommen und wir waren gerade dabei, weihnachtlich zu dekorieren. Aber es scheint den Typen irgendwie nicht zu passen. Tja. Aber weiß ich nicht, was das soll. Letztendlich, er ruft ja mich an, ganz spontan. Und da muss ich dann spontan Zeit haben. Das habe ich nicht so richtig verstanden. Aber naja, so ist das halt mit diesen tollen Callcentern. Ja, hallo, schönen guten Tag. Spreche ich gerade mit Herrn Stein? Ja. Ja, und solche Anrufe habe ich tatsächlich mittlerweile ganz, ganz oft. Also auch so oft, dass ich davon schon gar nicht mehr alles mit ins Video packe, denn, naja, was soll man damit großartig anfangen, ne? Die fragen nach meinem Namen und legen dann auf. Sicherlich wird es in einigen Fällen auch der Fall sein, dass die Leitung vielleicht gerade ungünstig da zusammengebrochen ist, weil logisch, wenn da so viele Leute über eine Telefonleitung geschrubbt werden, dass das dann irgendwann nicht mehr so ganz funktioniert und da mal Engstellen entstehen können. Oder wenn man nebenbei vielleicht sogar YouTube guckt, das zieht ja auch alles noch Daten von der Leitung und wenn man halt nur eine begrenzte Leitung hat, dann ist irgendwann mal Schicht im Schacht. Aber ich denke, es wird wohl eher wieder der Fall gewesen sein, dass ihr dann beim Vorlesen des Namens aufgefallen ist. Ach ja, der schon wieder. Hallo. Hallo? Ja. Guten Tag. Mein Name ist Edward. Edward. Ja, Herr Merzepet, ich melde mich vom Bitcoins Code. Aha. Wen wollen Sie sprechen? Mit Edward. Spreche ich mit der Angelo Merdete? Angelo Merdete, ja. Okay. Herr Merdete, ich habe bei Ihnen gemeldet, weil Sie bei uns hat ein Handelskonto registriert. Ja. Kann sein. Aber wenn Sie da Musik im Hintergrund haben, sprechen wir nicht. Noch einmal bitte. Ich sagte, wenn Sie da Musik im Hintergrund haben, sprechen wir nicht. Aber ich bin in einem Callcenter. Ich muss das Musik im Hintergrund haben, weil wir nee. Mehrere... Ihr seid Betrüger. Nur Betrüger haben Musik im Hintergrund. Nein. Doch. Versuchen Diskutiere Sie nicht. Du bist Betrüger. Betrüger und Abzocker. Versuchen Sie, mehrere Menschen in einem Zimmer arbeiten... Und dann nee, sehen, ist ja Blödsinn. Ist absoluter Blödsinn. Glaubst du den Scheiß eigentlich selbst, den er erzählt? Das bedeutet, Sie sind nur in einer Zimmer gewohnt, die ganze Leben. Nee. Sie hat in einem Zimmer gelebt. Ja, ja. Blödsinn. Absoluter Blödsinn. Ja, ist Ihre Sache, wie Sie sind. Mhm. Ich habe das nicht gefragt. Ich habe Ihnen gesagt, Noah. Ja, aber ich bin der Kunde und ich stelle hier die Regeln auf. Also Musik ausschalten. Nein, nein. Na dann, einen schönen Tag noch, Arschloch. Ja, Arschloch sind Sie und... Ihre Familie, wenn ich das nicht spreche. Das ist Ihre Entscheidung. Tschüss. Tschüss. Hoppala, da ist mir mal ein kleines böses Wort rausgerutscht. Naja, passiert. Wenn hier einen ganzen Tag solche netten Leute bei einem anrufen, ja, und man wieder total von der Intelligenz der Leute belästigt wird und obendrauf noch ein bisschen Musik draufkommt. Naja, aber immerhin, der ist hier der Erste, der sich selbst als Callcenter betitelt. Normalerweise wollen sie ja gleich die Polizei rufen, wenn man sagt, die arbeiten in einem Callcenter. Das mögen die ja nicht. Die bevorzugen ja eher Account Manager. Tja, auch wenn es das gleiche Wort für Callcenter Agent ist, also Callcenter Mitarbeiter. Naja, der scheint es begriffen zu haben, aber naja, besonders helle war er auch nicht, denn hier wird ja lieber Musik gehört, als irgendwie abgezockt. Das ist auf jeden Fall, merkt euch immer wieder, hört ihr Musik an der Telefonleitung und ihr werdet gerade angerufen, dann ist da irgendwas definitiv ganz faul dran. Denn alleine in Deutschland gelten auch rechtliche Urteile über Musik und über Copyright-Gesetz. Das heißt, man darf nicht einfach so über eine Telefonleitung Musik abspielen. Das ist illegal, es ist nicht erlaubt. Ihr seid eine dritte Person, das muss mitbezahlt werden. Und letztendlich, da rufen viele Leute an. Das bedeutet,
Man könnte eigentlich schon eine Veranstaltung da anmelden müssen. Ich weiß es nicht genau, wie es denn in solchen Fällen ist, aber letztendlich dürft ihr nicht einfach irgendwelche Musik am Telefon abspielen, unter keinen Umständen. Deswegen hat man auch ganz, ganz oft bei diesen Warteschleifenmusik diese furchtbar schreckliche lizenzfreie Musik, die man kaum ertragen kann, und so ein Gejaule. Oder eben Konzerne wie die Telekom, die in der Warteschleife eigene Musik produzieren lassen. Ja, dann haben sie ja auch die Rechte an der Musik. Dann kann sich auch keiner beschweren. Nimmt man aber ganz normale Musik aus den Charts oder meinetwegen auch die Yalla-Yalla-Musik bei denen aus dem Land, das hat alles Urheber und die wollen dafür bezahlt werden, dass die fremde Leute damit beschallen. Naja, aber scheinbar kennt sich da keiner mit den Gesetzen aus. Naja, aber dann würden sie doch wahrscheinlich gar nicht erst anrufen, wenn sie sich mit Gesetzen auskennen würden. Hallo, guten Tag, dieser Bäcker ist mein Name, Gerold Steinhardt, ich gerne gesprochen. Mhm, ist am Apparat. Ja, grüße Sie, Herr Steiner. Ich rufe Sie an, weil Sie hatten auf unserer Webseite Mediamarkt Aldi Teile gehabt. Mhm. Und durch Ihre Teilnahme hat es auch geklappt. Der Eintrag läuft auf Ihren Namen. Sie gehören zu den 20 Gewinnern dazu und haben einen Gewinn von 750 Euro. Oh, toll. Ja, den werden Sie postalisch auch zugeschickt bekommen an Ihre Adresse, Sie kommen aus Berlin, Braunschweiger Straße 77, habe ich hier stehen. Mhm. Wann sind Sie denn geboren? Wann ich geboren bin? Ja. Na, am 17.07. Mhm, und Baujahr? Im Jahrgang? 92. Super. So, wir haben hier eine Hauptziehung, ja, und eine Finalziehung. Die findet heute genau in 12 Wochen statt. Und haben 5 weitere Hauptpreise, die Sie natürlich gewinnen können. Mhm. Denn der erste Hauptpreis ist die 40.000 Euro in bar, der zweite Hauptpreis 25.000, der dritte 10, der vierte 8 und der fünfte Hauptpreis 4.000 Euro in bar. Mhm. Ich wiederhole nochmal, wenn Sie das gut haben, können Sie mehr gewinnen, wenn nicht, dann backt das für den Gutschein so einfach, ja? Mhm. Super. So, als Gewinner dürfen Sie natürlich jetzt hier auch einen Sponsor aufsuchen. Diese begleitet für die 13 Monate, da das Ganze finanziert wird von einem deutschen Verlag sowieso bundesweit. Die werden es aber auch frei Haus geliefert bekommen. Das heißt, keine Unterschriften, die sie leisten oder auch keine Versandkosten, die sie zahlen, weil die übernehmen wir dann auch, ja? Mhm. Und da habe ich Auto, Sport, Lifestyle, Frauenmagazine oder eine ganz einfache TV habe ich. Ich würde den Playboy nehmen. Ja, der Playboy war hier wahrscheinlich der Grund, warum das Gespräch leider nicht viel länger ging als geplant. Ich habe mich ja schon drauf gefreut, dass wirklich mal tatsächlich mal wieder so ein Standardbetrug dabei ist und nicht jedes Mal das Gleiche, was wir jetzt in der letzten Zeit hatten. Es ist schon wirklich furchtbar. Ich meine, man diskutiert ja immer noch gerne mit denen und das Ziel habe ich ja immer noch vor Augen. Einfach weiter belästigen, solange bis die einfach selber keinen Bock mehr haben, ihre Firma zu betreiben. Wird zwar wahrscheinlich nicht klappen, aber hoffen darf man ja immer noch. Naja, und dann ruft Sie hier an. Mensch, da ist man ja erstmal richtig erschrocken am Telefon, dass man hier mal wieder eine andere Masche hat. Ich meine, ihre Stimme war natürlich auch echt unterirdisch, aber naja, so eine würde ich auch nicht mit so einer Piepsstimme ans Telefon setzen. Allerdings haben wir mal hier wieder einen Zeitschriftenbetrug. Tja, ich weiß es nicht, ob es durch den Playboy aufgefallen ist, weil den hat sie ja auch gar nicht vorgelesen. Und irgendwie sagen alle YouTuber immer Playboy, deswegen ist mir in dem Moment auch nichts anderes eingefallen, weil die Zeitschrift haben die niemals im Sortiment. Warum auch immer, aber die arbeiten mit diesem Verlag einfach nicht zusammen. Ja, es sind halt immer diese Standard-Klatsch-Zeitungen, die ihr halt auch an jedem Kiosk einfach mitnehmen könnt. Also dafür braucht man echt kein Abo. Da kann man sich echt selbst einfach mal, wenn man so eine Zeitschrift haben will, kann man sich die einfach an der Tanke mitnehmen. Freuen die sich auch drüber, haben die ein bisschen Umsatz. Tja, und weiß ich nicht. Und letztendlich ist Papier ja eh ausgestorben. Also wer hat sowas noch großartig? Das liegt vielleicht noch irgendwo bei einem uralten Arzt rum, aber mittlerweile habt ihr selbst bei Arztpraxen keine Zeitschriften mehr großartig rumliegen. Zumindest ist es in unserem Umfeld nirgendwo mehr so. Ich meine, durch Corona wahrscheinlich eh schon gar nicht mehr. Aber bei uns in der Region ist es tatsächlich eher so, dass Fernseher bei den Ärzten an den Wänden hängen und da dann News und sowas als Videos schon laufen, aber eben mit Untertiteln. Ich weiß nicht, ob man das kennt hier, Wartezimmer TV oder wie das heißt. Das ist hier bei uns ganz, ganz stark verbreitet. Also es gibt eigentlich keinen Arzt, der hier noch irgendwo ein Heftchen rumliegen hat. Naja, aber letztendlich,
Schade, dass sie hier schon so schnell aufgelegt hat. Da hätte ich gerne ein ganzes Video draus gemacht. Aber naja, die Mascha hat jetzt in letzter Zeit auch des Öfteren mal angerufen. Leider alles solche kurzen Gespräche. Deswegen habt ihr die in den Schnipselpartys hier mit dabei gehabt. Tag. Mhm. Ist mich Herr Steiner? Ja, ist dran. Herr Steiner, ich melde mich von Online-Handelsplattform. Sie haben bei uns Interesse gezeigt auf den Finanzhandel. Ach ja? Auf welcher Plattform denn? LPL Finances. Aha. Okay. Sollen Sie das sagen? LPL Finances. Haben Sie Internetzugang? Ich habe Internetzugang, ja, sowas besitze ich. Und Sie? Bitte? Und Sie? Tja, das war wohl wieder eine von der schnelleren Sorte. Die hatte denn schon gleich von Anfang an keinen Bock mehr. Vermutlich ganz einfach, schlichtweg, weil sie mich nicht verstanden hat. Ist ja üblich irgendwie so in diesen Callcentern. Naja, aber wer genau hingehört hat, sie hat von LPL Financial angerufen. .eu oder .com, weiß ich nicht, das hat sie ja hier nicht gesagt. Aber wenn ich jetzt hier richtig bin, hat Callcenter Scambaiting hierüber auch schon bereits ein Video gemacht, dass diese Plattform in zweifacher Ausführung platt gemacht wurde und dass diese Firma wohl nicht mehr existiert. Naja, ich hoffe, dass die hier alle keine schönen Weihnachten hatten. Denn, naja, was passiert, wenn man wegen bandenmäßigem Betrug verhaftet wird? Kann schon, denke ich mal, eklig sein. Also Geldstrafen gibt es in den meisten Fällen, wenn man das erste Mal erwischt wird. Die sind aber, glaube ich, auch nicht ohne. Und wenn man es nicht bezahlen kann oder man das zweite Mal erwischt wird oder es kommt auf die Schwere drauf an, na, dann kann man auch gleich in den Knast wandern. Ne? Also hoffe ich, dass die besonders schöne Weihnachten hatte. Entweder mit einem leeren Konto und keinem Betrugsgeld auf ihrem Konto oder am besten direkt hinter Gitter. Dann kann sie nämlich keinen Schaden mehr verursachen. Weiß man leider immer nicht, was da so letztendlich draus geworden ist. So richtig viele Informationen findet man leider immer gar nicht raus. Ich bereite mich ja auf meine Infovideos immer recht viel vor und versuche auch viel zu recherchieren. Naja, aber gerade so über dieses Thema, wie sie die Callcenter hopsen nehmen, findet man leider gar nicht so viel. Das bleibt wohl ein großes Geheimnis. Man merkt zwar, dass da ziemlich viel gerührt wird, das verrät man uns aber nicht. Ist, denke ich mal, auch besser so, wenn irgendwelche Sachen bekannt werden, bevor die Callcenter überhaupt platt gemacht wurden. Naja, dann haben sie halt immer Zeit, sich darauf einzustellen. Schade, schade. Aber machen wir mal weiter. Hallo, guten Tag, hier ist Steiner. Jeff Hoffmann ist am Apparat von LPL Financial. Ich melde mich wegen Dezember Online-Handel mit vollautomatischem Robotsystem und mit persönlichen Experten. Als Kundenberater werde ich alles erklären, Herr Steiner, wie läuft die Prozesse, was Benefits Sie bekommen und einfach, wie kann man schaffen, die Aktivierungsprozess, ja? Okay, darf ich zuerst fragen, haben Sie schon Erfahrung mit Handel? Die Frage beantworte ich nicht. Haben Sie Erfahrung mit Handel? Also, haben Sie schon gehandelt oder wäre es erstmal? Ich wüsste nicht, was Sie das jetzt angeht. Um was angeht? Ja. Also wegen Thema Online-Handel. Online-Trading meine ich. Ja. Ich höre meine Stimme auch. Sie haben sie Lautsprecher, oder? Ja, ich putze gerade. So, wegen Online-Handel haben Sie verstanden, oder? Ja. Mit Robotersystem zu handeln, der handelt automatisch. Ja. Und ich bin ein Kontoberater von Unternehmen LPL Financial. Und werde alles erklären, ja? Schritt okay. Zu Schritt. Na dann. Okay. Und ja, bitte sagen Sie, haben Sie schon gehandelt? Das war meine erste Frage, also. Erfahrung. Ja, die Frage habe ich Ihnen ja beantwortet. Haben Sie nicht, oder? Ja, ich habe Ihnen die Frage beantwortet. Okay, lassen Sie mich noch einmal bitte fragen. Ja, dann fragen Sie nochmal. Herr Steiner. Ja? Frage war, haben Sie schon Erfahrung mit Handel oder nicht? Ja, und die Antwort war, was gibt Sie das an? Was gibt es an? Ja. Was meinen Sie? Na, so wie ich es gesagt habe. Es gibt, ich verstehe Ihnen schlecht, bitte, schalten Sie aus, bitte, der Lautsprecher. Nee. Weil ich höre meine Stimme und es hört uns zu reden miteinander. Ja. Wie können wir denn reden? Was?
Ich verstehe auch nicht. Sehen Sie, können Sie bitte einfach ausschalten, die Lautsprecher? Oder was haben Sie da, ein Soundsystem? Was wollen Sie denn jetzt von mir? Ich will einfach geben Ihnen Details und alles erklären, aber das stört unsere Konversation. Ach so, dann kann ich ja nichts dafür. Ist ja nicht mein Problem, dass das stört. Es ist einfach unhöflich, wenn man Ihnen ruft an und Sie machen solche Sachen, Herr Steiner. Sind Sie ein kleines Kind oder was passiert? Weiß ich nicht, sind Sie ein kleines Kind? Nee, ich bin eine seriöse, erwachsene Person, der macht Business, ja? Wenn Sie haben kein Wunsch dafür, ich habe gar keine Zeit für solche potenzielle Kunden. Okay? Einfach können Sie auflegen und tschüss. Ja, aber Sie haben doch gerade gelogen. Sie sind doch gar nicht seriös. Also wirklich unfassbar. Er meint, dass es wäre unhöflich, den Lautsprecher anzumachen. Also unhöflich ist, wie er mich gefragt hat, den Lautsprecher auszumachen. Da war nicht mal eine Bitte dabei. Also was soll denn das? Und, naja, was wir über das Thema seriös sagen können? Ich weiß nicht. Also, ich glaube, nein, der war auch nicht seriös. Denn sonst hätte er sich ein bisschen anders verhalten und vor allem auch viel professioneller. Und außerdem habe ich ihm ja auch gerade gesagt, dass ich beim Putzen bin. Ich meine, mache ich auch die ganze Zeit nebenbei und da brauche ich dann halt auch einen Lautsprecher und auch wegen dem Aufnahmeprogramm. Sonst könnten wir den Betrüger nämlich hier nicht so gut vorführen. Tag, Nick am Apparat aus dem fxtrade.com. Ich grüße Sie hier, Gerold Steiner. Ja, was denn? Ja, Herr Steiner, ich melde mich aus einer Handelsplattform. Sie haben Ihre Daten eingetragen. Sie wollten einen Account eintragen durch die Mailadresse goldchina@mdcfon.de. MDCC, ja. Ja, und deswegen habe ich Sie angerufen, wollte ich mal fragen, wieso haben Sie ja schon auch nicht das alles vervollständigt, bis am Ende durchgeführt? Ja, und? Was denn jetzt? Wir haben den Grund dafür, dass Sie Ihre Daten eingetragen haben und nicht den Account vervollständigen, aber... Ja, den Grund, warum ich die Daten eingetragen habe, ist, weil mich die Plattform erstmal interessiert hat. Und vervollständigt okay, habe ich sie nicht, weil ich sie für unseriös befunden habe. Okay, und was haben Sie ja schon noch herausgefunden, dass uns seriös ist? Dass natürlich die FX-Trade ist ja schon noch seit Jahren tätig an der Branche und natürlich handelt mit Tausenden von Investoren, dass wir überall in der Welt sind. Das heißt, wir sind weltweit bekannt an der Richtung Handeln mit Börse. Ja, ich würde es anders ausdrücken. Bekannt ist schon richtig, ja, aber bekannt kann man ja mit seriösen Seiten sein und auch mit unseriösen. Das heißt, ich weiß nicht, was Sie ja schon noch an der Richtung unseriös gefunden haben, Herr Steiner. Falls Sie ja schon noch einen Rechner vor sich haben, hätte ich ja schon auch gerne mit Ihnen die Plattform durchgegangen, um zu sehen, was Sie hatten natürlich darüber Ihnen nicht gefällt. Ja, erstens fängt es ja schon mal damit an, dass ihr keine Registrationsnummer vernünftig auf der Webseite habt. Kein vernünftig ausgefülltes Impressum und die Telefonnummer, die man auf eurer Webseite findet, kann man nicht zurückrufen. Alles, was unseriös ist. Außerdem kommt noch dazu, die Rufnummer, mit der ich gerade angerufen werde, die ist auch nicht rückrufbar, was auch unseriös ist und sogar strafbar. Okay, ich werde ja schon auch Sie eine Mail zusenden lassen, falls schon auch diese E-Mail-Adresse natürlich auch am Laufen ist bei Ihnen. Und da werde ich ja schon alle Daten geben und natürlich auch unsere Support-Nummer. Das ist worldwide Nummer, wo Sie uns anrufen können, jederzeit natürlich. Ich werde ja schon auch selber mich darüber kümmern. Ja, die Webseite, die auf der, oder die Nummer, die auf der Webseite steht, die kann man nicht anrufen, die existiert nicht. Okay, Sie wundern mich jetzt gerade, auf welche Plattform reden Sie jetzt? FX-Trade. Das ist Neo-FX-Trade, korrekt? Ja. Ja, und was für eine Nummer haben Sie da, dass Sie ja schon nicht erreichen? Das ist natürlich unsere Support-Nummer, ist ja schon noch erreichbar jederzeit. Ja, eben ja nicht. Die ist gar nicht erreichbar, die gibt's nicht, die existiert nicht, die Nummer. Okay, die Mailadresse, das ich vorher genannt habe, das ist immer noch aktuell, korrekt? Okay, dann bei der Mailadresse werde ich ja schon aus einer Mail zusenden lassen, natürlich mit dem Link von der Plattform und auch von der Nummer, wo Sie uns zurückrufen können. Und danach werden Sie ja schon auch unsere Kontaktdaten haben und werden Sie ja schon auch bestimmt einen zweiten Überblick darüber haben. Ja, der Witz ist ja, das, was ich dann per E-Mail bekomme, kann man auch nicht zurückrufen. Ich meine, Sie können es auch selbst mal probieren, aber geht nicht.
Tag. Ihr werdet es ja schon noch selber probieren und werdet es ja schon noch mit der Antwort bei Sie zukommen lassen. Mhm. Wann werden Sie ja schon auch ein bisschen Zeit haben und einen Rechner davor haben, falls ich es fragen darf? Ja, jetzt nicht. Jetzt putze ich gerade. Ja, okay. Kann ich nachvollziehen. Wann wird es ein guter Zeitpunkt für Sie sein, dass ich Sie nochmal erreichen kann? So, weiß ich nicht. Müssen Sie spontan probieren. Aber meine Meinung wird sich ja trotzdem nicht ändern. Okay, werden wir ja schon noch schauen. Ich werde ja schon noch Sie das alles nochmal vorstellen lassen mit einem guten Angebot und danach können Sie ja schon noch Ihre Meinung sagen, Herr Steiner. Nee, die habe ich ja schon, die Meinung. Okay, kein Problem dann. Dann bedanke ich mich sehr für die Zeit. Bis zum nächsten Mal, Herr Steiner. Ja, ich hoffe nicht. Danke, tschüss. Also schlecht vom Begriff ist er auf jeden Fall. Ich meine, ich habe ja nur wirklich vernünftige Argumente gebracht, warum dieses Unternehmen absolut unseriös ist. Aber irgendwie scheint das nicht zu verstehen. Ich meine, er braucht ja bloß seine eigene Kundenservice-Rufnummer mal anrufen. Und dann weiß er doch schon, dass die Nummer einfach gar nicht funktioniert. Also wenn er hier wirklich so unintelligent ist und gar nicht weiß, in was für einer Firma er arbeitet. Kann ich mir immer nicht vorstellen. Es gibt sie aber auch da. Die Leute, die nicht wissen, was da eigentlich ganz genau passiert. Man legt denen die Zettel hin. Ich meine, die sollen ja auch in Sprachen reden, die sie gar nicht kennen. Naja, und man muss denen ja nicht einfach nur nicht alles sagen. Ne? Also ich meine, die meisten werden es schon wissen, was das für eine Firma ist. Aber auch nicht alle. Ne? Also schwierig. Tolle Neuigkeiten. Heute schon 2492 gemacht. http://xmvg.me /9ulxu1. Das war eine Nachricht von 01760588829. Sendedatum 10. November 2021. Uhrzeit 11:31 Uhr. Diese Nachricht wird jetzt wiederholt. Tolle Neuigkeiten, heute schon 2492 gemacht, http://xmvg.me/9ulxu1. Das war eine Nachricht von 01765888829, Sendedatum 10. November 2021, Uhrzeit 11:31 Uhr. Diese Nachricht wird jetzt wiederholt. Tolle Neuigkeiten, heute schon zwei. Tja, also was das soll, weiß ich nicht. Mein Postfach hat normalerweise die Möglichkeit, auch SMS zu empfangen, also das Telefonpostfach. Ich weiß nicht, warum das jetzt hier vorgelesen wurde und wie das hier zustande kommt, aber die Nachricht ist absolut, kurios und suspekt. Sowas habe ich ja auch tatsächlich des Öfteren mal auf der Leitung. Entweder, dass hier direkt sowas hier anruft, so ein Automat, oder auch ganz oft einfach auf dem Anrufbeantworter. Weiß ich nicht, was man damit jetzt erreichen möchte. Ich meine, wenn man mir da per SMS eine Nachricht durchbuchstabiert. Ich meine, gut, wenn man sie jetzt schriftlich vor sich liegen hätte, könnte das Ganze vielleicht nochmal ein bisschen anders aussehen. Aber naja, dann kann ich nur wieder darauf hinweisen, klickt nicht einfach auf irgendwelche Links, die ihr von irgendwelchen SMS bekommen habt. Denn auch das ist sehr gefährlich. Schönen guten Tag, Herr Thaler. Mein Name ist Alina Häuser. Ich melde mich von Union Markt. Wir sind eine Online-Handelsplattform. Haben Sie vielleicht Erfahrung mit Online-Handel? Ich wüsste jetzt nicht, was Sie das angeht. Wie bitte? Ich sagte, ich wüsste nicht, was Sie das angeht. Natürlich geht mich das was an. Das ist doch meine Privatsache. Ja, wenn es privat wäre, dann hätten Sie sich ja nicht registriert und Ihre Daten sind überall geteilt worden an allen Plattformen. Dann ist es nicht mehr so privat, denke ich mir mal. Privat bleibt trotzdem. Nein. Na gut, dann bleiben Sie halt bei der Meinung. Herr Thaler? Haben Sie denn Erfahrung mit Onlinehandel? Habe ich doch gerade beantwortet. Es ist privat, haben Sie gesagt. Genau. Okay, dann sende ich Ihnen eine private E-Mail. Was soll ich jetzt sagen? Schönen Tag noch. Tschüss. Tja, unfassbar seriöses Unternehmen, kann man da nur sagen. Tja, ohne Informationen haben sie dann schon keinen Bock mehr auf einen, nur weil man quasi eine einzige Frage nicht beantwortet hat. Tja, aber so ist das, wenn man als Betrüger anruft, ne?
Ja, aber es ist ja auch so, was geht dir das an, was ich für Erfahrung habe? Das, wenn ich das für privat empfinde, was hat sie mir denn da reinzureden? Also genau genommen eigentlich überhaupt nichts. Unverschämter geht es überhaupt nicht mehr. Sie sagt mir einfach, ja, meine Daten wurden überall geteilt. Ja, auch das ist nicht erlaubt. Und das gibt sie hier sogar offen zu. Und es scheint sie ja auch nicht zu interessieren, dass das nicht erlaubt ist. Ja, aber so arbeiten halt die Betrüger. Wenn sie denn nicht die Antworten kriegen, die man hören will, dann nehmen sie den kürzesten Weg und beenden dann das Telefongespräch. In diesem Fall hat sie zwar mal nicht beleidigt, ist auch relativ selten, aber so weit waren wir hier ja auch noch gar nicht. Ich habe ja gleich von Anfang an keinen Bock gehabt. Ja, aber auch da gibt's ja die Betrüger, die dann sofort mit dem Kopf durch die Wand müssen und holen dann irgendwie ihr Schulkindniveau wieder vor. Weiß man nicht, wo die das immer alles lernen. Naja. Ja, Sandmann. Was? Guten Morgen, Frau Braun ist hier. Ich wollte mit Frau Claudia Sandmann bitte sprechen. Nee, Herr Claudia Sandmann. Also mit Frau Claudia Sandmann. Nee, eine Frau gibt's hier nicht, nein. Gibt's nicht? Nee, aber Sie sprechen ja trotzdem mit der richtigen Person. Also mit Herr Sandmann? Ja. Okay. Also eigentlich, das geht ja um eine Anmeldung, Herr Sandmann. Ja. Zwar melde ich mich von Digiflex, haben Sie Interesse an Onlinehandel gezeigt? Nee. Okay, also unter dieser Nummer ist ja Anmeldung mit einem Namen Claudia Sandmann. Ja, bin ich ja, richtig, genau. Claudia. Ja, wie oft denn jetzt noch? Alles klar. Okay, Herr Sandmann, möchten Sie Ihre Handelskonto aktivieren? Weil nach der Anmeldung haben Sie das Konto nicht aktiviert. Ja, ich habe doch gerade gesagt, dass ich mich nicht angemeldet habe. Okay, wer sonst? Ja, weiß ich nicht, Sie? Nein, ich nicht. Ja, Ihre Firma halt. Bitte? Ich sage Ihre Firma. Das ist die Digiflex. Ja, wann ist denn die Anmeldung gewesen? Sag ich sofort, Augenblick bitte. Da, vor einer Woche genau. Ja, vor einer Woche. 1. November. Ja, kann gar nicht sein, weil ich bin gerade erst wieder in Deutschland rein seit gestern. Okay, also das ist ja eine Internetverbindung und die Anmeldung wurde auf einer Webseite getätigt. Das heißt, brauchen Sie nicht unbedingt in Deutschland zu sein, also die Anmeldung zu machen. Ja, aber war ich nicht. Aha. Okay, alles klar. Tschüss. Betrüger. Ja, die haben wir natürlich gleich von Anfang an wieder so richtig schön überfordern können mit Herr Claudia Sandmann. Tja, gibt ja solche Fälle, ne? Also gibt ja Namen, die man eben auch doppelt verwenden kann, für männlich als auch weiblich. Claudia jetzt vielleicht nicht, aber ich dachte mir, das ist vielleicht auch mal ganz lustig. Zumindest haben wir sie hier gleich von vornherein ausgenockt. Was aber verdächtig ist, es hat nie wieder eine Firma für diesen Namen angerufen. Let's do an error. Bitte prüfen Sie Ihre E-Mail. Hier hatten wir mal was Neues. Hatte ich so auch noch nicht. Da kam tatsächlich eine SMS, also die hier wieder angerufen hat, warum auch immer, ich glaube, das sollte Gerold Steiner heißen. Bitte prüfen Sie Ihre E-Mail. Mehr war es nicht. Keine Ahnung, warum man sowas verschickt. Ich meine, dann weiß ja auch keiner, von wem das Ganze gekommen ist. Dass sowas Erfolg hat, glaube ich nicht. Hallo, schönen guten Tag, André Kessner, mein Name, den Herr Steiner. Bin ich da richtig, ja? Mhm. Und zwar, schön, dass ich Sie persönlich erreiche. Ich melde mich bezüglich Ihrer Teilnahme an der kostenlosen Online-Verlosung. Sie wurden ja bereits hier kontaktiert von unseren Kollegen, ja? Na? Da ging es ja um Ihren Gewinn. Können Sie sich erinnern? Nicht so richtig gerade. Okay, Sie hatten sich ja hier eingetragen gehabt am 1. September für ein Gewinnspiel, ja? Können Sie sich daran kann ich mich erinnern, ja. Weil Sie wurden jetzt hier als Gewinner gezogen, Herr Steiner, ja? Sie haben hier einen Einkaufsgutschein gewonnen im Wert von 750 Euro, ist in 45 verschiedenen Märkten gültig, unter anderem Amazon, Mediamarkt, Saturn und vielen weiteren, ja? Mhm. So, da wollte ich jetzt mal fragen, Herr Steiner, sollen wir denn den Gutschein auf Ihren Namen personalisieren? Dann können aber auch nur Sie den nutzen, oder sollen wir den ohne Namen ausstellen? Dann kann auch von Freunden und Familie genutzt werden. Was da der Unterschied?
Also wenn wir den auf Ihren Namen personalisieren, wie gesagt, dann können nur Sie den verwenden. Aber wenn wir den ohne Namen ausstellen, wie gesagt, dann kann er auch von Freunden und Familie genutzt werden, ja? Ja, aber jetzt verstehe ich den Grund dafür nicht, dass man dafür anruft. Okay, Herr Steiner, wir müssen ja hier die Gewinnbestätigung fertigstellen, um das Ganze an die Postabteilung weiterzuschicken. Da müsste ich ja auch nochmal einen kleinen Datenabgleich machen, um auch zu prüfen, ob ich hier an der richtigen Adresse bin, ja? Mhm. Also ich habe hier den Herr Gerold Steiner, Braunschweiger Straße 77 in 12055 Berlin, ja? Mhm. Und geboren sind Sie am 17.07. Das Geburtsjahr müsste ich einmal von Ihnen hören, bitte. Ja, wieso? Das steht doch da. Steht hier aber zum Datenabgleich, wie gesagt, um zu sehen, ob ich hier an der richtigen Adresse bin, Herr Steiner. Na, habe ich doch gesagt. Sie sprechen mich doch auch mit dem richtigen Namen an, dann werden Sie an der richtigen Adresse sein. Gut, Herr Steiner, wie gesagt, wir schicken das Ganze jetzt an Sie raus dann, ja? Mhm. Dann können Sie sich nochmal alles schriftlich angucken und einmal nochmal Ihre Daten nochmal nachtragen, wenn was fehlen sollte. Ja, dann wünsche ich noch einen schönen Tag, bitte bleiben Sie. Ganz genau. Der hat sich nicht mal Zeit genommen zum Verabschieden und legt währenddessen gleichzeitig auf. Also während er sich noch verabschiedet, hat er schon das rote Knöpfchen gedrückt. Unfassbar seriös. Schade, schade, dass es hier nicht länger ging. Aber man sollte tatsächlich allerspätestens da aufhören, wenn die irgendwelche Daten von euch haben wollen. Denn der tut so, als hätte das da gestanden. Nur das Feld bei ihm war leer. Der hat es nämlich noch gebraucht. Und zwar dafür, dass er euch nachher Lotto oder Zeitschriften verkaufen kann. Das war hier nur die Vorbereitung für den Rest, der dann zum Schluss kommen soll. Denn um das Gewinnspiel geht es hier überhaupt gar nicht. Das Gewinnspiel ist nur Augenwäscherei und bla bla und es ist nicht mal das Papier wert, auf dem es gedruckt ist. Das wissen wir hier alle. Das Problem ist, dass es viele Menschen gibt, die auf sowas reinfallen. Schade, dass es jetzt hier in dem Fall nicht weiter ging. Habe ich blöd reagiert oder nicht richtig mitgespielt? Da hätte ich vielleicht ein bisschen, ja, tja, mich anders drauf einstellen sollen. Das Problem ist, wenn hier nur die ganze Zeit Trading-Betrüger anrufen, dann ist man erstmal erschrocken, wenn jemand anderes anruft. Dann ist man, ja, also ich zumindest, war dann mit der Situation noch erstmal ganz schön überfordert, was der hier überhaupt genau von mir wollte. Weil da, ja, wenn man hier immer nur das Gleiche bekommt, ist das halt eben das Problem. Ich hoffe, euch hat die Schnipselwoche trotzdem gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt. Am besten mit Glocke, denn dann gibt es auch eine kleine Information, wenn was Neues auf dem Kanal zu finden ist. Und jetzt findet ihr hier noch die Playlist zu allen anderen Videos auf diesem Kanal. Morgen gibt es wieder eine Kakerlakenparty. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.